Was kommt zurück? Kommt zurück ist nichts Neues für mich. Das kommt zurück, das hat schon öfters zu mir ein Geist gesagt, also eine Seele. Weil 2006 hatte ich einen schweren Herzinfarkt gehabt. Da war ich ja auch klinisch tot gewesen. Und von daher habe ich schon von der Geisterfrage gestellt, wie ich das gemacht habe, wieder zu leben, obwohl ich tot war. Ja, ich hatte halt... Prost. Ja, Prost. Ich habe zwar schon getrunken, aber egal. Mein Kaffee ist leer. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe halt eine größere Lebenswille. Mein Onkel, der ist am 1. April 1993 ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Und ich habe halt eine stärkere Lebenswille. Und seit habe ich auch ziemlich viele Probleme. Das heißt mit dem Herz. Mittlerweile nehme ich ja zwischen 500 und 700 Milligramm ASS. Ja, zwischen 500 und 700. Mit 100 komme ich nicht hin. Da hilft nichts. Dann habe ich zu hohen Blutdruck. Wasser in den Füßen und im Bauch. Jetzt muss ich eine Untersuchung machen lassen wegen Wasser, Wasser in der Lunge, weil ich kann ja nicht im Liege schlafen, sondern ich tue fast sitzen, weil wenn ich mich hinlege, bleibt mir die Luft weg. Na, schon eine schlimme Sache. Dann habe ich es mit der Bandscheibe, weil das viele Cortison mich aufgeschwemmt hat. Und natürlich, wie kann es anders sein, Diabetes. Kommt halt alles zusammen. Und durch meine Bandscheibe sitze ich halt im Rollstuhl. Ich habe schon so viel Diäte gemacht. Ich nehme zwar ab, aber man sieht nichts. Egal. Nicht jammern. Man lebt nur. Was? Musik? Musik ist zurzeit nichts. Wir haben Urlaub. Erst wieder 11. September. Wir machen nicht nur Liquid-Videos oder befassen uns mit Geistern. Wir haben seit 2005 haben wir einen Radiosender, der sehr gut geht. Wir sind sogar auf UKW zu hören, aber ich weiß nicht auf welcher Bandbreite. Aber ich weiß, dass wir auf UKW zu hören sind. Da haben wir tagtäglich über 180.000 Zuhörer. Ach, jetzt, wo wir in Urlaub sind. Schon mal haben wir gute Musik auf dem Surfer. Hm.
Letztes Jahr an Weihnachten hatte ich über 500.000 Zuhörer bei meiner Sendung. Und schon was. Weil Weihnachtszeit tut nur er und ich senden. Da haben die anderen Moderatoren haben Urlaub. Genauso wie in der Sommerzeit. Aber da haben wir alle Urlaub. Bis halt von der ersten Woche, die Ferien anfangen, bis zu der letzten. Das ist langer Urlaub. Da hat man sich an die Faulheit gewöhnt, ne? Was soll's? Er hat gelacht, aber war lustig. Sind aber trotzdem schwer am Draht. Sind die momentan so intensiv mit ihrer eigenen Gespräche beschäftigt, dass ich von denen keine Antwort kriege. Die meiste Antwort kriege ich halt bei denen nachts. Zurzeit sind wir am Sparen. Wir wollen uns nämlich ein Auto zulegen, weil es gibt ja noch andere Sachen. Also das nennt sich Lost Places, also verlassene Orte. Und die sind meistens voll mit Geistern, sei es positiv oder negativ. Weil hier so kommt man ja nicht weit. Hier ist mit Land, also NRW, und bis du da irgendwo bist, da brauchst du ein Auto. Weil hier bei uns, wenn du Glück hast, fahren alle 2 Stunden die Busse. Das sind aber Ferien. Da kannst du damit rechnen, dass gar keiner kommt. Und Samstag, Sonntag fährt überhaupt kein Bus. Die Busfahrer hier, die habe ich schon gesehen. Verdienen gut, fahren wie die Gesenkesäulen. Und sind unhöflich. In Jülich. Die Busfahrerin, ja, habe ich mich bei der höflich bedankt, dass sie uns reingelassen hat. Sie uns auf einmal hat uns sogar gedroht, deswegen aus dem Bus zu schmeißen. Aber zurück gesagt, mein Gott, ich habe mich doch nur bedankt. Ich habe gar nichts Negatives gesagt. Hat sie mich nur böse angeguckt. Naja, was soll's? Ist einer weh. So, aber jetzt zurück zu den Geistern. Denn wenn man so lange über was anderes spricht, fühlen die sich ignoriert und sind beleidigt. Echt?
Geister können auch beleidigt sein. Da kam. Was dann kommt?